Moin Leute, alles klar bei euch? Heute wird es ein bisschen anhänglich und anziehend. Denn wir schauen uns die Dipol-Dipol-Wechselwirkungen an. Also, worauf warten wir noch? Um die Dipol-Dipol-Wechselwirkung zu verstehen, brauchen wir aber noch ein paar Grundlagen. Kennt ihr schon die Elektronegativität? Wir haben zwar schon ein sehr geiles Video dazu, aber wir erklären es euch kurz und knackig, damit wir vorankommen. Und zwar beschreibt der Wert der Elektronegativität, auch mit En abgekürzt, wie stark ein Atom in einem Molekül die Bindungselektronen zu sich ziehen kann. Je höher der Wert, desto stärker ist die Anziehungskraft. Die zweite Grundlage ergibt sich eigentlich aus der ersten. Es geht nämlich um die partiellen Ladungen. Achtung, auch wenn sie Ladung heißen, ist es keine echte Ladung, sondern eine Teilladung. Diese entstehen eben deshalb, weil ein Atom wegen seiner Elektronegativität die Bindungselektronen eher zu sich ziehen kann. Da können wir jetzt einmal Chlorwasserstoff als Beispiel nehmen. Chlor besitzt einen deutlich höheren Elektronegativitätswert als Wasserstoff. Deshalb chillen die Bindungselektronen lieber beim Chlor. Und da sich ja nun mehr Elektronen in Anführungszeichen beim Chlor befinden und nun weniger beim Wasserstoff, bekommt das Chlor eine negative und der Wasserstoff eine positive Partialladung. Darstellen könnt ihr das mit so einem Pfeil. Diese Partialladungen werden dann mit so einem griechischen Buchstaben Delta gekennzeichnet. Okay, nice. Jetzt können wir endlich zu den Dipol-Dipol-Wechselwirkungen kommen. Im Grunde genommen funktioniert das ganz einfach. Das Ganze basiert auf der Grundlage, Gegensätze ziehen sich an. Das heißt, das Molekül richtet sich so aus, dass immer positive und negative Partialladungen ganz nah zusammenliegen. Denn dadurch ziehen sich zum Beispiel hier bei Chlorwasserstoff das partiell negativ geladene Chlor mit dem partiell positiv geladenen Wasserstoff eines weiteren Chlorwasserstoffmoleküls an. Und genau diese zwischenmolekulare Kraft wird als Dipol-Dipol-Wechselwirkung bezeichnet. Achtung, das ist keine echte kovalente Bindung, sondern nur eine Wechselwirkung zwischen zwei Molekülen. Und was bringen uns diese Dipol-Dipol-Wechselwirkungen eigentlich? Wenn eine Dipol-Dipol-Wechselwirkung vorhanden ist, dann haben wir folgende Auswirkungen. Und zwar beeinflusst es unsere Stoffeigenschaften. Zum einen hängt die Löslichkeit eines Stoffes in verschiedenen Lösungsmitteln davon ab. Zum anderen wird auch dadurch der Schmelz- und Siedepunkt davon beeinflusst, je nachdem, wie stark diese Anziehungskräfte sind. Also Zeit für Recaps. Was müsst ihr unbedingt wissen? Zuerst solltet ihr natürlich verstehen, warum es überhaupt ein Dipol in einem ungeladenen Molekül gibt. Dann ist es ganz wichtig, dass ihr wisst, dass es sich hierbei um keine kovalente Bindung handelt. Es sind nur Wechselwirkungen. Und als letztes natürlich noch, welche Stoffeigenschaften Dipol-Dipol-Wechselwirkungen beeinflussen können. Hi, hier ist Nico von Simple Club. Hast du auch keinen Bock mehr drauf, dich durch tausende Videos durchzuklicken, bis du genau das gefunden hast, was du jetzt gerade brauchst? Dann check unbedingt die Simple Club App ab. Alle Inhalte für deine Klassenstufe perfekt sortiert. Wir haben viel mehr Inhalte als auf YouTube und die gehen auch noch viel tiefer ins Detail. Wenn du Bock drauf hast, dann klick jetzt hier und hol dir die App.